Direkt verleugnet nicht, ich habe einfach die Frage nicht beantwortet und habe zum anderen Thema umgewechselt. Es war in meinem zweiten Praktikum, das war in einer Küche und die waren halt sehr, alles sehr, ich will nicht sagen homophob, aber sie waren doch schon immer sehr verletzend, wenn sie irgendwie geschimpft haben oder über irgendwas. Das war halt einfach, boah, das ist so schwul und weiß ich nicht was. Und Schwule sind scheiße und keine Ahnung wie. Und da, immer wenn dann irgendwie mal die Frage aufgekommen ist, ob ich schwul bin, habe ich einfach Thema gewechselt und bin nicht weiter drauf eingegangen. Aber richtig verleugnet habe ich es nicht. Nee, also mich hat noch nie jemand direkt gefragt, bist du jetzt lesbisch? Dann wäre es mir vielleicht erstmal unangenehm gewesen, vor allem jetzt in der Schule. Aber ich habe es noch nicht verleugnet, als ich das dann gemerkt habe, dass es so ist. Ja. Verleugnis nicht direkt, aber hat nicht drüber geredet. Also ich mache schon mal so Jugendaustausche mit, die dann auch in Länder sind, die etwas konservativer sind oder homophober sind, zum Beispiel Bosnien oder Georgien. Und da habe ich es halt nicht an die große Glocke gehängt. Also wenn mich dann mal irgendwie so ein Mädel oder so gefragt hat, dann habe ich das auch gegen Ende dann mal, habe ich das dann noch zugegeben oder gesagt, ja, ist halt so, aber halt nicht so offen kommuniziert, wie ich das jetzt in Deutschland machen würde oder hier. Meine Sexualität verleugne ich nur, wenn ich das Gefühl habe, dass das an der Situation sehr stark was ändern könnte, wenn ich nicht genau weiß, wie die Leute darauf reagieren und wenn es sich für mich gefährlich anfühlt, aber sonst nicht. Nicht bewusst, ich vertrete die Meinung, wenn mir wer direkt fragt, dann sage ich es jedem, und wenn es ein Bettler auf der Straße ist, aber ich gehe nicht zu jedem hin und sage, du, hey, ich bin schwul. Bewusst Nein gesagt habe ich nicht. Ich habe es halt meistens unkommentiert stehen lassen. Oder wenn jemand gesagt hat, hey und dein Freund, wie läuft es in deiner Beziehung? Habe ich gesagt, ja, in meiner Beziehung läuft es mit meinen Herzmenschen so und so. Aber ich habe jetzt kein Geschlecht genannt. Ja, ganz bewusst zum Beispiel bei meiner Oma, weil sie wählt auch zum Beispiel Parteien, die jetzt nicht so aufgeschlossen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie jetzt auch irgendwo ahnt, aber es eigentlich nicht zu hundertprozentig wissen will. Weil bevor ich mich geoutet habe, kamen immer wieder so Fragen, ja, hast du einen Freund, hast du einen Freund? Deine Cousine hat doch auch einen Freund. Und jetzt fragt sie nicht mehr. Und ich glaube, das zeigt dann schon, dass sie es eigentlich gar nicht so genau wissen will. Also, ich erspare es ihr.